Stadtverordnetenvorsteher, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Wiederankupplungsprogramm Kopf hoch Kassel hat einen Anspruch, gesellschaftliches Leben und Wirtschaft wieder ans Laufen zu kriegen. Aber wer wird eigentlich genau profitieren? Die, die jetzt bedacht wurden, Unternehmen, Betriebe, Vereine, Einrichtungen, alles noch wichtig, keine Frage, bekommen allerdings im Moment auch überwiegend Hilfsprogramme vom Bund und Ländern. Während hier also manche doppelt bedacht wurden, fehlt aber auf allen Ebenen Soforthilfen im Sinne sozialer Notlagen für diejenigen, die auf Sozialleistungen angewiesen sind, zum Beispiel Studierende, prekär Beschäftigte und so weiter, deren Lebensrealität hat die Corona-Pandemie drastisch und unmittelbar verschärft. Es wurden Tafeln geschlossen, das Schulessen fällt weg, Preissteigerung der Lebensmittel. Unser Antrag im FIWIGO-Ausschuss auf zweckgebundenen einmaligen Gutschein über 60 Euro für minderjährige SGB-II-LeistungsempfängerInnen für Grundnahrungsmittel wurde leider abgelehnt. Nochmal zurück, der Anspruch dieses Soforthilfeprogramms. Wirtschaft und gesellschaftliches Leben. Zählen wirtschaftlich schlechter Gestellte da nicht mit rein oder wurden die einfach vergessen? Herr Hartmann hat bereits in der HNA sich geäußert und hat auf die Hilfen von Bund und Ländern verwiesen. Da kommt aber nichts. Abschließend haben die Sozialdemokraten in einer breiten Notlage der Gesellschaft das Soziale und die Menschen in finanziellen Notlagen vergessen. Das ist einerseits peinlich für die sozial schwache SPD Kassel. Es ist dramatisch für Kinder, Arbeitslose, Geringverdiener, Betroffene von Altersarmut, für die Kassel das beste Zuhause sein soll, denen es aber aktuell finanziell sehr schlecht geht. Wir haben hier